Liebe Studentin, lieber Student, auf dieser Grammatiktafel haben wir eine Übersicht über die Personalpronomen im Nominativ, im Akkusativ und im Dativ. Ich im Nominativ wird im Akkusativ zu mich und im Dativ zu mir. Du, die zweite Person Singular, wird im Akkusativ zu dich, im Dativ zu dir. Dann maskulin, er im Nominativ wird zu ihn und im Dativ zu ihm. Sie, feminin, bleibt im Akkusativ auch sie, wird im Dativ aber zu ihr. Es bleibt im Akkusativ, es wird im Dativ zu ihm. Kommen wir zum Plural. Wir wird im Akkusativ und Dativ zu uns. Also Akkusativ und Dativ sind gleich. Ihr in der zweiten Person Plural wird im Dativ und im Akkusativ zu euch. Also beide sind gleich. Sie wird im Dativ zu ihnen, bleibt im Akkusativ auch sie. Kommen wir zur Höflichkeitsform. Sie im Nominativ bleibt im Akkusativ sie und wird im Dativ zu ihnen. Beachten Sie bitte, die Höflichkeitsform schreiben wir im Deutschen groß. Weiter. Bitte beachten Sie beim Personalpronomen die Reaktion des Verbs. Zum Beispiel jemanden Akkusativ sehen oder kennen. Beides sind Akkusativverben. Also, Beispielsätze. Ich sehe dich. Siehst du mich? Oder mit kennen. Er kennt ihn. Kennst du ihn auch? Ein Beispiel mit einem Dativverb. Etwas im Nominativ gefällt jemandem. Also hier steht die Person im Dativ. Das Spiel gefällt mir. Gefällt es dir auch? Sie können mit den anderen Personen, zum Beispiel im Plural, dies weiter üben. Dankeschön.